Germany's Next Topmodel-Moderatorin Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz feiern ihren Hochzeitstag auf Capri. 4 Jahre nach ihrer traumhaften Hochzeit im Golf von Neapel sind sie erneut auf die zauberhafte Insel zurückgekehrt, um ihre Liebe zu zelebrieren. Das Model teilte am Donnerstag auf Instagram mehrere Videos und Fotos von ihrem Liebesurlaub auf Capri, dem Ort, an dem sie 2019 ihre Traumhochzeit feierten. In ihrem Beitrag schrieb sie: "Ich bin so verliebt in dich, Tom Kaulitz", und fügte 4 rote Herzen hinzu. "Happy Anniversary, mein Liebling." Die Aufnahmen zeigen das Paar, wie es mit dem Motorroller über die Insel fährt und im Beachclub La Fontelina speist. Dort hatten sie vor 4 Jahren am Morgen nach der großen Party das Katerfrühstück eingenommen. Natürlich sind auch einige Kussbilder zu sehen. Am 3. August 2019 heiratete das Model und der Musiker von Tokyo Hotel auf der Yacht Christina O. in Anwesenheit von Bill, Toms Zwillingsbruder. Die eigentliche Trauung hatte bereits im Februar stattgefunden. Viele prominente Freunde waren bei der großen Capri-Feier anwesend, darunter Spice Girl Mel B., Designer Wolfgang Job und Klums langjähriger Germany's Next Topmodel-Kollege Thomas Hayo. 3 Tage lang wurde gefeiert. Den Auftakt bildete ein Dinner bei einem Edelitaliener auf Capri am Abend vor der Hochzeit. Die Party auf der Yacht dauerte bis in die frühen Morgenstunden, anschließend traf man sich im La Fontelina. Dort verbrachte das Paar jetzt noch einmal gemeinsame Stunden und posierte glücklich vor dem Eingangsschild Arm in Arm. Bereits im Juli waren Klum und Kaulitz auf Europareise. Sie zeigten sich turtelnd in Venedig, Paris und auf Sardinien.